Ilaselei und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Wir sind wieder im Houndpits Pub und ja, nach der Eliminierung des Lordregenten heißt es jetzt erstmal zum Rest des Trupps gehen und einheben, würde man sagen. Weiß ja nicht, was hier so bevorzugt ist. Einen. Ja, und ein paar Wachen. Aber da weiß ja keiner. Dankeschön, Dankeschön. Geschafft. Der Lordregent ist Geschichte. Leb wohl, Hiram Burrows, die durchtriebene Schlange. Das Gesetz ist nun dehnbar und unsere Taten straffrei. Wir finden den Attentäter Dowd, der die Kaiserin getötet hat. Dann können Sie Rache nehmen. Wir müssen Ordnung in das Chaos bringen. Die Musik ist gerade ein bisschen nervig. Martin kontrolliert die Aufseher. Und Sie, Trevor, kümmern sich um die Angelegenheiten im Parlament. Lord Trevor Pendleton für Sie. Ohne mich haben Sie keinen Einfluss. Die Edelleute würden Sie in der Luft zerreißen. Verzeihen, wir sind angespannt. Sie sind fertig. Unsere Arbeit beginnt. Die Krönung wird improvisiert. Dennoch muss sie vorbereitet werden. Wir übernehmen das meiste, aber die Sicherheitsfrage bleibt. Emily ist den Mördern ihrer Mutter ausgeliefert. Ich bezweifle ein zweites Attentat. Doch Sie müssen auf alles gefasst sein. Das stimmt. Ruhen Sie sich aus. Besuchen Sie Piero und machen Sie sich bereit für den Notfall. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Piero. Ach, so. Die Musik ist nicht gut. Ich höre diese Geräusche vom Nichts. Also irgendwas stimmt hier nicht. Jo? Wo steckt der schon wieder? Ah, da. Ah ja, okay, alles klar. Probieren wir mal gerade so, solange wir noch können. Ja, ich müsste mal gerade gucken, was wir haben. Wir wurden, ja, ich würde schätzen, vergiftet, ne? Ah, scheiße, kein HP-Elixier. Ah, gut. Ich hoffe, wir kommen da noch irgendwie dran. So, wo sollen wir hin? Bett? Ja, das ist vielleicht... Dummkampf. Wer... Glauben, Ihre Taten machen einen Unterschied. Ein neuer Lordregent. Er hat, glaube ich, gar nicht mal so Unrecht. Wir haben den eigentlichen Krieg verloren. Ich habe es nicht geschafft. So, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen zum Bett gehen. Oder gibt's ein optionales Questziel? Nee, okay. So, und danach werde ich den allen die Kehle aufschlitzen. Wegen Hochverrats. So, noch ein Treppchen. Alles klar, so schlimm schon. Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lordregenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Warum ich meinen Hals für Sie riskiere, keine Ahnung. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis, Corvo. Sie haben mich beobachtet, aber nicht genau genug. Vielleicht überleben Sie.
Ich verstehe, warum Sie sie hintergangen haben. So viele Leute mussten für die Sache sterben. Das sind Staatsverbrechen. Vielleicht glaubten Sie, Emily nicht kontrollieren zu können, wenn sie in ihrer Nähe sind. Da könnten Sie recht haben. Ich verfrachte sie auf ein Boot und dann muss ich selbst verschwinden, bevor sie mich töten. Das kommt als nächstes. Ergibt den meisten Sinn. Wenn Sie Glück haben, wachen Sie auf und finden einen Ausweg aus dieser Stadt. Wenn nicht, dann leben Sie wohl. Alles klar, also er hat uns gerettet. Überschwemmter Bezirk. Verlassen. Von Havelock Martin und Pendleton betrogen, wurdest du nur im letzten Moment vom Schiffer Samuel gerettet. Er ließ dich in einem verfallenen Bezirk Dunwall zurück. War bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tyvianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Bald entscheidet. Alles klar, dann werden wir wohl dort treffen. Alles klar. Laut der Mörder der Kaiserin. Und jetzt sind wir wieder im Nichts. Die Boje schwimmt da vor sich hin. Alles klar. So, Outsider, wo bist du? Hier bist du nun endlich. In einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der deine Kaiserin getötet hat. Des Attentäters Daud. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen, damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren, wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest? Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Vielleicht hat er recht. So. Okay, alles klar. Klar, die Maske haben wir noch. Die aus der Gefangenschaft. So, klar ist, wir können da oben raus. Wahrscheinlich müssen wir dann die Steine dagegen werfen. Und als ich gerade eben die Ratte gesehen habe, dachte ich mir schon, hier gibt es wahrscheinlich noch einen Rattenweg. Und ich würde mal, wir können es ja mal probieren, durch das Loch dazu entkommen. Lol, ja gut, funktioniert. So.
Problem ist halt, dass wir keine AP-Elixiere haben. Dann gucken wir uns hier mal um. Okay, da oben sind welche von denen unterwegs. Aber hier hoffentlich nicht. Nee. Ich wollte nicht auf die Lampe hochspringen. So, was haben wir denn hier? Ah, ein Mana-Elixier und ein HP-Elixier. Und Attentäterklinge. Notiz zu Corvo. Ja, gut. Das auf uns Kopfgeld ausgesetzt ist, war ja wohl klar. In Gefangenschaft soll lebend übergeben werden. Ja, die Frage ist nur, an wen? Bericht an Daut. Musikinstrument. Ah, ja, okay. Wir haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass es deren Magie eingrenzt. Ich schätze ja mal, also Daut hat ja gesagt, er weiß, wer der Outsider ist. Also von daher vermute ich mal, dass er irgendwie in der Lage ist, seine Macht mit seinen Vasallen zu teilen. Ah, okay, man kann so ein bisschen den Schatten dadurch bangen sehen. Hallo. Kann einer bitte wieder gehen? Dankeschön. Ja, wenn, dann gehen sie beide, ne? So. Ah. So, weg damit. Haben wir hier noch? Der Brickmore-Auftrag. Dazu muss man wissen, Brickmore ist ein DLC. Den können wir gerne spielen. Schreibt es einfach mal in die Comments, ob ihr den sehen wollt. Ich hab ihn auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ich denke schon, der lohnt sich durchaus. Aber ja, schreibt es einfach mal, wie gesagt, in die Comments, wenn ihr den sehen wollt. So, da müssen wir runter. Da unten haben wir so ein Teil, wo wir drauf können. Ich würde auch sagen, wir holen uns unsere Ausrüstung. Das ist zwar optional, aber da haben wir jetzt auch die ganzen Elixiere dabei, die wir uns gekauft haben. So, hier sind überall Hexenfischer. Na gut. Einfach schnell sein, dann passiert nichts. So, dann gucken wir mal. Alles klar, hier können wir hoch. Machen wir mal. Oh, alles klar, okay, hier liegen tote Geißnisse. Mitglieder von diesem Orden halt. Letztes Mal habe ich sie Sucher genannt, obwohl die so gar nicht mehr heißen. Und dort Hauptquartier. Ja, da wollen wir ja noch nicht hin. Aber da müssen wir schon mal, wo wir lang müssen. Guck mal, dann haben die Fische was zu futtern. Und wir schützen damit die Stadt vor mehreren weiteren Plageopfern. Och nein, nicht die Viecher. Nein, wir sind zu nah dran. So. Hätten wir jetzt nicht die Zeit angehalten, dann würden die jetzt uns noch auseinandernehmen. Alles klar, so. Eine Handgranate reicht dann auch. So. Komm her, du hast doch sicherlich auch noch was für uns, ne? Ja. Ja, jetzt sammeln ja, glaube ich, diese Perlen und können wir zu Geld machen. So, hier habe ich gerade noch einen gesehen. So. Dann gucken wir mal. Also hier ist definitiv Öl ausgelaufen.
Auswahlöl sieht ja hier nur so aus. Explosive Flasche, geil. Hier was zu looten, nein. Ja, los, komm her. Och nein. So. So, weg mit denen. Ist vielleicht auch nicht so das Klügste, das Essen von solchen Opfern zu essen, aber hey, who cares? Boah, lecker, nee. Alles klar, okay. Zu deiner Ausrüstung, ja, da wollen wir mal hin. Zur Raffinerie. So. Gut, dann leveln wir an. So. Ist halt wie gesagt schon ein älteres Spiel, da war das mit dem Instanz-Loading noch nicht so krass. So, alles klar, da müssen wir hin.